meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Auftakt des Tags der offenen Tür im Landratsamt Schweinfurt. Herzlich willkommen hier am Schillerplatz und einen großen Beifall an die Big Band der Bundespolizei, die uns so hervorragend auf diesen Tag eingestimmt hat. Wir werden uns heute von unserer besten Seite zeigen. Das ist allerdings auch der Anspruch, den wir im Alltag haben. Lassen Sie sich davon überzeugen. Heute genießen Sie das Programm. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen in Ihrem Landratsamt Schweinfurt. Herzlichen Dank. Ist ein ganz besonderer Tag für uns, weil wir einerseits Geburtstag feiern, 25 Jahre Landratsamt hier am Schillerplatz in der Schrammstraße in Schweinfurt, aber wir wollen es natürlich auch als das zeigen, als was wir uns verstehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Amtes als eine moderne Dienstleistungsbehörde, und wir sind natürlich gespannt, wie viele Menschen hierher zu uns kommen und was sie interessiert. Ich darf erfreut sagen, wir haben zum ersten Mal alle Sachgebiete des Hauses bei einem Tag der offenen Tür mit eingebunden. Es sind unsere Schulen mit da, unser Kreiskrankenhaus in Geroldshofen, das Kreis Altenheim in Werneck. Also Sie können jetzt nicht alles erfahren, was den Landkreis Schweinfurt ausmacht, und Sie können es auch begreifen. Jetzt ist das Landratsamt ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist es denn immer noch einmal auf dem neuesten Stand, und wie fühlt man sich so? Ja, wir arbeiten natürlich auch daran, unsere Behörde immer zeitgemäß zu erhalten. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir haben ein sehr schönes Gebäude, das immer noch in die Zeit passt, wie ich meine. Ein sehr gelungenes Gebäude, das Offenheit ausstrahlt. Und diese Offenheit, die strahlen auch die Menschen aus, die hier arbeiten. Und das wollen wir heute zeigen. Ja, wunderbar. Eine tolle Ausstellung heute. Natürlich ist es eine Behörde, die vielfältig für die Bürgerschaft da ist und informiert und sich um die Belange der Bürgerschaft kümmert in ihrem Zuständigkeitsbereich. Aber natürlich sind wir froh und dankbar, dass wir auch als Bundespolizei uns hier heute präsentieren dürfen. Die schönsten Hits
für die schönste Region.